Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, ich bringe ein bisschen Abwechslung auf diesen Kanal. Deswegen hat der gute Mr. Horror Jumper etwas für euch vorbereitet. Und zwar einen Batzen an Lösungsbüchern. Ja, kaum zu fassen, aber so ist es. Ich kann euch leider Gottes nicht alles zeigen, beziehungsweise die ganzen Inhalte, versteht sich, ich kann mal kurz durchblättern etc. Wir gucken einfach, wie wir das Ganze machen. Ihr seht, ich habe die Kulisse hier ein bisschen gewechselt, einfach nur, damit es ein bisschen gemütlicher ist, damit ihr auch ein bisschen was Greifbareres habt, beziehungsweise, dass ich das Handy nicht in der Hand halten muss. Und das ist halt meine, leider Gottes, beste Aufnahmemöglichkeit, deswegen halt das Handy wieder, ne, ihr wisst. Gut, ja, ich kann euch schon mal auf jeden Fall versprechen, es sind einige Lösungsbücher. Und ich kam da spontan drauf. Ich habe nämlich echt überlegt gehabt, kannst du denn die Lösungsbücher dir einzeln vorknüpfen und dann irgendwie alles so nach und nach die Seiten zeigen? Ich glaube, das darf man nicht. Das ist Urheberrechtsverletzung auf hohem Maße, glaube ich. Und deswegen lassen wir es einfach. Wie gesagt, wir werden das Ganze mal ein bisschen durchblättern. Wir gucken uns das an, beziehungsweise ich werde euch ein bisschen darüber erzählen, was das Ganze so nostalgisch macht, beziehungsweise wie kam ich zu diesen Lösungsbüchern, wie viel habe ich ungefähr dafür vielleicht bezahlt, etc., etc., ihr wisst, was ich meine. Gut, ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Video, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Video, denn es ist mal wieder was anderes. Und ja, frischer Wind. Ich habe heute auch ein bisschen Thumbnails bearbeitet auf meinem Kanal. Ich habe auch extra für euch, für die Leute, die vielleicht besser auf die Livestreams zurückgreifen möchten, habe ich quasi ein paar Playlists für euch erstellt, dass ihr dann auch wirklich schnelleren Zugriff darauf habt, falls ihr auch Bock habt. Zum Beispiel der gute Falke, ne? Den wollte ich noch kurz erwähnen, der hört sich ja sowas gerne als gute Nachtgeschichte an. Alles schön als Playlist für den guten Falken oder auch für euch, also wer will. Final Fantasy 7, ach 9. Warum sage ich 7? Das ist wie bei Resident Evil 7, wo ich halt immer Resident Evil 4 gesagt habe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, ich zeige euch mal den Haufen Batzen hier, bevor wir loslegen. Also, das wiegt wirklich viel, also ohne Scheiß. Und das Video wird definitiv was länger gehen, also kein Grund zur Panik. Wir gucken einfach mal, wie das Lichtverhältnis ein bisschen mitspielt, hier wegen der Räumlichkeit, beziehungsweise ob die auch ein bisschen spiegeln und so. Gucken wir uns das allererste Lösungsbuch mal an. Und zwar, das ist ein inoffizielles Lösungsbuch, soweit ich weiß. Und zwar geht es um Silent Hill. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann euch das auch mal von der Rückseite gerne zeigen. Ich denke, das ist schon mal ganz okay. Ja, Silent Hill. Hier steht auch Survival Guide für Silent Hill. Ja, ist halt von dieser Marke irgendwie X-Games oder so. Und das ist ein inoffizielles Ding, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil es ist alles irgendwie, die Seiten sind so schwarz-weiß und so. Das ist nicht unbedingt mein Fall. Doch ich muss sagen, als ich mir das für die PlayStation 1 original gekauft habe, ne, ich wollte das ja unbedingt original auch für meine Sammlung, beziehungsweise wenn ich das irgendwann mal aufnehme nochmal, habe ich es mir ja geholt und das war, glaube ich, bei eBay. Und da war sogar dieses Lösungsbuch dabei. Oder es war sogar bei Amazon? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war es dabei, da stand auch, dass es nicht das Offizielle ist. Ich glaube, das Offizielle sieht ein bisschen geiler aus. Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Offizielles gab. Ich glaube schon. Und dann dachte ich mir so, ja gut, kann es nichts sagen. Ich glaube, ich habe das wirklich in einen richtig guten Top-Zustand bekommen gehabt für 20, 25 Euro mit dem Lösungsbuch, also ohne Scheiß, da kann man echt nichts sagen, oder? Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie es ungefähr aussieht. Ich will euch jetzt nicht unbedingt großartig spoilern. Ich glaube, das kann ich auch nicht direkt, weil ihr es eh nicht lesen würdet. Hier sieht man zum Beispiel die Charakter, die da drin vorkommen. Eigentlich ganz nett gemacht, oder? Da können wir ja mal kurz reinschauen. Ich versuche euch mal ein Beispiel von einer Karte zu zeigen, zum Beispiel hier. Also dafür, dass es, wenn es wirklich kein offizielles Lösungsbuch ist, finde ich es wirklich ganz gut. Also ohne Scheiß, kann man nicht anders sagen. Ich muss auch sagen, Silent Hill 1 habe ich erst nachholen müssen. Heißt, ich habe mir damals den zweiten und den dritten, das war bei einem anderen Verkauf, als kleiner Junge, da war ich 16, habe ich mir den zweiten und den dritten Teil gekauft. Und
Merkwürdigerweise haben sie mir auch den zweiten gegeben, obwohl der ab 18 ist und der dritte ist ab 16. Naja, ich habe halt den dritten halt ziemlich viel gesuchtet und Teil 2 habe ich dann irgendwann, wo ich das einem Freund ausgeliehen hatte, der hatte mir gesagt, Alter, du musst Teil 2 spielen, der ist viel geiler als Teil 3 und so. Ich denke mir so, hä? Weil ich kam da an gewissen Stellen, glaube ich, nicht weiter und es hat mich nicht so angesprochen. Ich weiß nicht, irgendwie der dritte Teil hatte was Greifenderes für mich, weil es auch so in diesem Teenager, ja, wie soll ich sagen, es hat dieses Teenager-Feeling. Wisst ihr, was ich meine? Auch die Protagonistin. Und ich will ja nicht spoilern, deswegen verrate ich jetzt nicht über die Protagonistin, was das auf sich hat und etc. etc. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, ja, das ist das erste Lösungsbuch von Silent Hill. Kommen wir zum zweiten. Und zwar, ja, da kann ich auch eine Kleinigkeit zu erzählen. Und zwar Pokémon Stadium. Für die, die es noch kennen. Ach ja, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, ohne Witz, ne? Ich muss sagen, Pokémon Stadium ist für mich auch sehr viel Kindheit. Apropos Ostern, wir haben ja jetzt bald Ostern und ich bin mir sogar sicher, dass wir dieses Spiel, mein Bruder und ich damals, da haben wir dieses Spiel zu Ostern bekommen. Kaum zu fassen, ich meine ja. Ich meine, es war Ostern. Ja, zumindest im ersten Teil. Da war ja auch noch dieses Ding dabei, was man hinten in den Controller reinstecken konnte beim N64. Da konnte man dann quasi die blaue, rote und gelbe Edition hinten reinmachen, dann seine Pokémon. Auf dem Fernseher konnte man dann die Edition spielen, auf diesem Gameboy Dodo, Dodri, je nachdem, was man freigeschaltet hatte. Und da konnte man dann halt auch seine Pokémon einsetzen. Und so, das war schon ein cooles Feeling. Sie haben sich da wirklich was Gutes überlegt gehabt. Ich würde mir ein Pokémon Stadium 3, wenn ich ehrlich sein soll, wünschen, mit all den Pokémon, die es bis jetzt gibt. Und dann halt mit Online-Funktionen etc. Das hat mir schon gereicht. Ganz im Ernst, ich brauche nicht so ein weitläufiges Pokémon und so. Ist zwar auch ziemlich geil, ne? Ich kann es definitiv verstehen, warum ihr den Scheiß wollt, ne? Also, ist genauso wie mit Pokémon Snap Teil 2. Aber ja, Pokémon Stadium, den Teil habe ich zum Beispiel nie richtig durchgespielt. Nur ein Freund von mir, der hat den bei mir durchgespielt. Dann kann man ja am Ende, ich glaube, gegen Mewtwo kämpfen und man kann ihn sogar dann bekommen. Irgendwie so war das, oder das war Mew. Steht auf jeden Fall im Lösungsbuch drin. Wir können ja mal kurz reinschauen, was es hier so zu entdecken gibt. Hier kann man zum Beispiel Tipps für Trainer kann man sich holen. Dann seht ihr zum Beispiel, was für ein Cup das ist und wie ihr euch da am besten darauf vorbereiten könnt. Dann steht da quasi, die Trainer benutzen die und die Pokémon ungefähr und dann könnt ihr euch ungefähr darauf vorbereiten. Da sind dann halt auch Tipps, die euch dann verraten, ja, ihr solltet am besten das und das Team vielleicht zusammenwählen, um dann besser gegen die antreten zu können, etc. Wir können ja mal gucken, was gibt es denn hier noch so Feines? Ja, genau, das fand ich auch ganz cool. Da haben sie dann nochmal gezeigt, ab welchem Level die quasi dann noch welche Attacken irgendwie erlernt haben. Halt so wie so ein Pokédex, ne? Ja, also, und ich glaube ganz hinten, wir können ja mal kurz gucken. Ja, mysteriöses Pokémon entdeckt. So viele Möglichkeiten und nur ein Pokémon. Obwohl es sich bei Mew um ein sehr friedfertiges Pokémon handelt, beweist es sich im Kampf als sehr ausdauernd und stark. Zusätzlich zu den ohnehin schon außerordentlich mächtigen Attacken, die Mew erlernen kann, verfügt dieses Pokémon auch über die Fähigkeit, jede technische und versteckte Maschine zu verwenden. Ja, halt, ne? Und da steht dann halt dementsprechend, glaube ich, dass man es dann halt hier bekommen konnte. Das war schon eine geile Sache. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Meine Mutter hatte uns das mitgebracht. Das ist aber auch schon Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob es noch D-Mark war oder Euro. Also schon Euro. Ich glaube, sie hatte das für 10 € bekommen. Bei Karstadt oder so. Irgendwie so. Sie hatte uns auch noch ein anderes Lösungsbuch oder sogar zwei andere noch mitgebracht. Dazu kommen wir aber gleich zu sprechen. Ja, Pokémon Stadium. Habe ich wirklich viel damals gespielt mit meinem Bruder und ich muss sagen, es war echt nicht schlecht. Vor allem die Minispiele, ne? Also die Minispiele Nonplusultra jedes Mal. Immer damals mit meinem damaligen besten Freund. Es war einfach mega schön. Gut, kommen wir zum nächsten. Wie gesagt, das Video wird lang und ich habe viel zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Kommen wir zu
das offizielle Nintendo 64 Spieleberater The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja. Ich hoffe, ihr seht es. Ich versuche es so gut wie möglich in die Kamera zu halten. Ihr seht, es ist auch schon ein bisschen abgeranzt und so, aber der kleine Horrorjumper war damals dann doch nicht immer so vorsichtig, vor allem wenn man einen kleinen Bruder hat und so. Aber naja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie ich zu diesem Lösungsbuch kam. Es gab da auch so eine Art Videospielbibliothek oder so ein Verleih halt, ne? Ich habe den Namen jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Und dort hatten sie das dann und ich weiß noch ganz genau, dass damals ein Klassenkamerad in der Grundschulklasse, der hatte das nämlich. Ich fand das so mega geil, ich wollte es auch unbedingt haben, einfach nur wegen den Bildern auch, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und diese Geheimnisse und es hat irgendwie was Mystisches. Ich weiß, das klingt voll irgendwie weit hergeholt und so, aber ganz im Ernst, ey Leute, guckt euch das einfach mal an. Guckt es euch an. Ich muss es vorsichtig halten, weil hier hinten am Rand ist schon mit Tesafilm geklebt worden, damit es sich nicht ganz irgendwie aus dem Staub macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kriegt ihr wirklich alles geboten. Da seht ihr dann halt, oh, der Bossgegner, der kommt dann. Das und das müsst ihr machen. Hier seht ihr auch noch so ein paar Ausschnitte von der Karte. Ganz hinten sind dann quasi noch die Aufenthaltsorte, wo man die ganzen Items herbekommt, wo man dann quasi die ganzen Herzteile herbekommt, etc. Ach ja, Ocarina of Time. Das waren Zeiten, Leute. Es ist aber nicht mein allerliebstes Zelda, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Doch ich finde es trotzdem genial. Also ich weiß, warum viele es als bestes Spiel aller Zeiten betiteln. Es hat so vieles reingebracht. Es ist wirklich perfekt eigentlich. Eigentlich ist es wirklich perfekt. Musik ist gut. Selber Musik spielen, die man spielt, ist halt gut. Dann gleichzeitig das Feeling, man weiß nicht, was alles passiert. Der Flash, dass man quasi 7 Jahre in die Zeit voraus reisen muss und so weiter und so fort. Und wie viele Dungeons es da gibt. Und es ist schon wirklich ein hervorragendes Spiel. Vor allem in 3D zu erleben. Und wo ich damals dann halt nur diesen Vorschau-Trailer gesehen habe im Fernsehen und so, das war schon, also habe ich auch damals zu Weihnachten bekommen, das Spiel. Gut. Hier haben wir nochmal ein Lösungsbuch und zwar der offizielle Game Boy Color Spieleberater Pokémon Trading Card Game. Ich habe immer Training gesagt, aber es heißt Trading. Ja. Für den Game Boy Color ein sehr, sehr klassisches Kartenspiel. Also was heißt klassisch? Ich muss sagen, ich habe es ja versucht zu Let's Playen, ihr habt es ja selber gesehen gehabt. Ich glaube, ich habe die Parts auch gelöscht, bin mir nicht mehr so sicher. Es macht auf jeden Fall Laune. Die Musik ist einfach wirklich nostalgisch für mich. Dieses Lösungsbuch hatte meine Mutter im Übrigen auch mitgebracht. Und zwar mit dem Pokémon Stadium. Sie hatte sich nämlich so gedacht, ja, die Jungs, die haben ja so viele Spiele und so und ich glaube, die haben die, ich bringe das einfach mal mit. Vor allem, weil die reduziert waren und die wollten die dann halt, glaube ich, loswerden. Es waren nicht mehr viele. Ja, Pokémon Trading Card Game. Wie ich zu diesem Spiel allerdings kam, kann ich euch sagen, und zwar der damalige beste Freund von mir, der war ja mit mir in einer Klasse und noch so ein anderer Typ, wie hieß der? Der hieß Philipp, genau. Der hieß Philipp und der hatte dieses Spiel. Der hatte dieses Spiel und der hatte uns das mal ausgeliehen. Und am Anfang habe ich es erstmal nicht geschnallt und so. Aber ganz im Ernst, ich finde es gut, wie die den Anfang gemacht haben. Wie man dann quasi da reinkommt und dass man das wirklich dadurch lernt. Und es hat wirklich Suchtpotenzial. Es ist wirklich cool. Es gab auch einen zweiten Teil, der kam, glaube ich, nie bei uns raus. Finde ich leider schade, dass es da nicht mehr gab. Ich denke aber auch, dann irgendwann wird der Rahmen gesprengt. Zu viele Pokémon-Karten, so wie mit Yu-Gi-Oh! Dann werden wahrscheinlich auch welche verboten. Es dürfen nur noch die verwendet werden, etc. Los, hier, gibt uns Geld, gibt uns Geld, gibt uns Geld, gibt uns Geld. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und deswegen sehe ich es heutzutage nicht mehr ein, irgendwie so Karten oder so zu sammeln oder sonst was. Ist natürlich jedem das Seine, ne? Jeder, der es mag, der soll es ruhig tun. Wir können ja mal kurz reinschauen. Ich finde dieses Bild immer noch, ich finde das so witzig, ne? Ohne Witz, wer hat sich das überlegt, dass dieser Professor, ne?
Oder der Doktor, der heißt Dr. Mason. Dass er eine Karte auf der Stirn hat. Seht ihr das? Ja, ganz hinten ist auch nochmal so eine Art Pokédex wie bei Pokémon Stadium, dass ihr quasi dann nochmal die Karten sehen könnt. Ja, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Ich habe es ja auch original. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, der Philipp hatte das mal dann dem besten Freund von mir geschenkt gehabt und der hat es mir geschenkt. Oder habe ich es mir selber gekauft? Kann auch sein, dass ich es mir selber nochmal gekauft hatte. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Kommen wir zum nächsten. Und zwar Turok 2. Und zwar Spieleberater Nummer 1 steht hier. Die komplette Lösung. Ich glaube, das ist sogar das Original. Hier steht PC-CD-ROM. Ach nee, PC-CD-ROM meine ich. Und Game Boy und Nintendo 64. Das heißt, es gab ja Turok 2 für den Computer, für N64 und für den Gameboy. Das Geile ist, für alle drei Spielvarianten ist hier quasi die Lösung. Ganz am Ende ist dann nochmal für den Gameboy. Finde ich ganz lustig, ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Ich habe es mir halt geholt, weil ich das Spiel endlich mal durchspielen möchte. Aber ich komme trotzdem in der dritten Welt einfach nicht weiter. Ich komme da einfach nicht weiter. Es ist zum Verrecken. Ich finde, um Gottes Willen, nicht diese Waffenlager, wo man quasi diese Bomben irgendwie hin platzieren muss und dann irgendwie abhauen. Und jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, ist das Problem, da könnte ich ausrasten, das Problem ist einfach, die Karte muss neu geladen werden. Ihr wisst, was ich meine. Sie ist dann wieder auf einem Nullpunkt und wenn man sich dann wieder bewegt, man hat die Karte aufgeschlagen, wie auch immer, dann, ne? Ach ja, Turok 2, Leute. Gibt es auch eine kleine Story zu, und zwar den Spieleberater, den habe ich mir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr irgendwie geholt, weil ich dann halt auch die Memory Card endlich hatte, eine, die funktioniert. Die anderen beiden, die sind ja alle am Arsch gewesen, fragt mich nicht warum. Ich denke, Geist der Zeit hat da ein bisschen mitgewirkt und dann hatte ich mir bei Amazon, glaube ich, eine neue geholt. Und ohne Scheiß, also ich kann verstehen, warum Turok 2 für viele heutzutage noch ultra geil ist. Ich finde auch, das ist der beste Teil bis jetzt. Und den einzigen Teil, den ich nicht gespielt habe, war der dritte. Aber ich glaube, der ist auch nicht mehr so gut. Was ich viel gesuchtet hatte, war dieses Rage Wars, oder ja, doch, Rage Wars, ne? Ich glaube, so hieß das. Ja, wir können mal kurz ein bisschen reingucken. Hier sieht man zum Beispiel, was für Waffen es ungefähr gibt, was die bewirken, wie viel Munition etc. halt, ne? Ja, es ist halt, ist schon ein nettes Spiel, definitiv. Hier seht ihr auch so ein bisschen von der Karte, die mir aber auch im Endeffekt nicht viel bringt, wenn ich ehrlich sein soll, zumindest nicht in Kapitel 3. Ich kann euch auch mal kurz diese Gameboy-Variante zeigen, Moment. Wo haben wir das denn? Ach, der gute Gex ist hier drin. Guckt mal. Der gute Gex. Ja, der kleine Schlawiner. Dazu wollte ich eigentlich auch mal ein Review machen. Also eine Review extra für euch. Hier ist sogar das Turok-Team abgebildet. Ohne Scheiß. Mega geil, oder? Und daneben ist direkt die Gameboy-Variante. Seht ihr das? Ja, ich weiß, man kann es jetzt nicht so hoch hundertprozentig sehen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Gut, ja, Turok 2, wie kam ich zu dem Spiel? Mein Bruder wurde, wie sagt man? Mein Bruder wurde eingeschult, genau, er wurde eingeschult und ich so gesehen auch, ich kam in die fünfte Klasse und ja, da hatte ich dann in dieser Wundertüte oder beziehungsweise in dieser Einschulungstüte, die habe ich dann halt auch bekommen, fragt mich nicht warum, aber ich habe es auf jeden Fall liebend gern angenommen. Ich fand es einfach cool, weil ganz im Ernst, so habe ich dann Turok 2 erhalten, das war halt dabei und das war, glaube ich, sogar gebraucht. Oder sogar neu? Boah, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich da wirklich die OVP von hatte. Fragt mich nicht.
Das Spiel hatte ich aber auch vorher allerdings, ich glaube 2 Jahre vorher oder drei, ausgeliehen gehabt in der Videothek. Und da war meine Mutter überwältigt, was für ein Spiel sie mir da ausgeliehen hatte und war erstmal ein bisschen zornig, weil ich sie verarscht habe, so gesehen, weil ich gesagt habe, das ist kein schlimmes Spiel etc. Aber ja, was tut man nicht alles, ne, um gewisse Spiele zu spielen? Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, beziehungsweise Lösungsbuch. Wir müssen mal gucken, wie das von der Zeit her hinhaut. Vielleicht mache ich auch einen Zweiteiler daraus oder so, ich weiß es noch nicht. Vor allen Dingen, es könnte sein, dass jetzt gleich Picknick hier klingelt, das allererste Mal, weil ich habe, glaube ich, eine Benachrichtigung bekommen. Es kann sein, dass sie jetzt gleich da sind. Die meinten, die wären so um 21 Uhr bis 22 Uhr da, deswegen, wir haben jetzt eigentlich noch relativ viel Zeit. Wir gucken einfach mal. Für Notfall muss ich einfach unterbrechen, dann tut es mir leid, dann müssen wir halt einen Zweiteiler draus machen oder so. Kriegt ihr dann halt mit. So, gut. Ja, das hier. Breath of Fire 3. Das original offizielle Lösungsbuch. Ich sag's euch, ich habe sage und schreibe, und das war die günstigste Variante, die ich noch gefunden habe, 60 Euro bezahlt. Ja, 60 Euro. Heftig, oder? Seid mal ehrlich, heftig. Es gab noch andere Preise, wo dann wirklich so gut wie nagelneu für 120 oder so, dann dachte ich, nein, das holt's ja nicht. Und ich hatte Angst, dass es nachher noch mehr im Preis steigt. Und ich wollte es haben, weil ich habe dieses Spiel und ich fand Breath of Fire 2 schon ziemlich gut. Und Teil 3, ich wollte halt alles irgendwie so ein bisschen verinnerlichen. Beziehungsweise bei Rollenspielen lohnt es sich am meisten, ihr wisst es ja selber. Und ja, ich finde es einfach mega geil. Ich habe das Spiel immer noch nicht durch. Ich kam da bis jetzt auch nicht zu. Ich bin an einer gewissen Stelle, die mich auch ein bisschen abgefuckt hat. Da muss man das perfekte Sushi herstellen, damit man weiterkommt. Und wenn man das verkackt hat, herzustellen, dann darf man alle Zutaten so gut wie neu sammeln. Das heißt, man darf wieder angeln gehen, man muss dann diesen bestimmten Fisch haben, man muss die bestimmten Algen, Sushi-Blätter oder irgend so ein Kram halt alles haben. Ist ein bisschen nervig. Aber ich muss sagen, sonst hat mir das Spiel ziemlich gut gefallen, vor allem, weil es da später einen Zeitsprung gibt. Ja, hier könnt ihr mal kurz reinschauen. Ich muss vorsichtig sein, bevor die Seiten hier nachher rausfallen oder so. Es ist schon relativ noch in einem guten Zustand. Nur man sollte trotzdem vorsichtig sein. Ich darf jetzt auch nicht unbedingt spoilern, deswegen gucke ich mal hier eher so vorne, so ein bisschen Bildschirm, ein bisschen Material. Hier werden nochmal die Helden vorgestellt. Stimmt, alle Helden haben ja auch hier bestimmte Fähigkeiten, das war schon immer so irgendwie. Ihr seht es. Ja. Gut, ja. So viel zum Thema Breath of Fire 3. Wie kam ich eigentlich zum Spiel? Das Spiel war so, von meinem damaligen besten Freund, der Bruder, der hatte halt die PlayStation 1 und die haben halt sehr viele Spiele gebrannt. Und da hatten sie auch Breath of Fire 3 bei. Das wusste ich gar nicht. Bis ich irgendwann mal so auf YouTube und so geschaut habe und dann fällt mir so auf, der Anfang, der kommt dir sehr bekannt vor, wo man dann der Drache ist und man befreit sich aus der Mine und so. Und das war schon ziemlich geil und das hat mich schon angefixt. Allgemein schon dieser Anfang und diese Musik dazu. Also da hat Capcom wirklich eine gute Rollenspielreihe rausgebracht. Nur leider ist sie ja dann ab der PS2-Ära, glaube ich, gefloppt. Also so habe ich es irgendwie mitbekommen. Gut, kommen wir zum nächsten. Und zwar, was haben wir denn hier Feines? Der offizielle Spielberater für die Wii, Super Paper Mario. Ach ja, Super Paper Mario. Alte Zeiten, Leute, ich sag's euch. Alte Zeiten. Und wisst ihr auch warum? Denn dieses Spiel habe ich mir quasi so gesehen sogar zum Release gekauft. Ich meine ja, ungefähr. Ich hatte halt die Wii und ich wusste nicht, was für Spiele ich da drauf spielen soll. Ich hatte halt, glaube ich, The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, und halt Wii Sports, aber ganz im Ernst, also geht mir weg mit Wii Sports, also ich glaube, das war sogar das zweite Wii-Spiel, was ich hatte, oder sogar das dritte, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte zu einem damaligen Klassenkamerad dann gesagt gehabt,
Ey, yo, ich weiß, was ich über die Osterferientage, jetzt kommt es schon wieder irgendwie alles über Ostern, genauso wie Pokémon Stadium. Hatte ich zu ihm gesagt, ey, weißt du was? Dieses Spiel werde ich über die Osterferien spielen. Und das Lustige ist, ich hatte es mir, glaube ich, eine Woche oder 2 Wochen vorher geholt, habe es dann an einem Wochenende, glaube ich, oder in einer Woche, glaube ich, durchgespielt oder an einem Wochenende war das. Ich habe es so gesuchtet, ich habe es so geliebt. Es war natürlich erstmal anders. Ich mochte erstmal nicht, dass man halt nicht mehr in einen Kampf verwickelt wird, wenn man Gegner berührt und so. Es war halt mehr auf Jump'n'Run getrimmt. Fand ich aber nicht schlecht, weil die Kapitel waren trotzdem sehr interessant und das Gameplay war auch nicht schlecht. Vor allem, was da so drin passiert und man konnte halt zwischen den 4 Charakteren Mario, Luigi, Peach und Bowser switchen. Gleichzeitig hatte man dann halt diese Helferlein, die einem dann auch geholfen haben, zum Beispiel so eine Bombe, die dann halt irgendwie irgendwas wegsprengen konnte, etc. Ne? Und ja, dieses Spiel habe ich wirklich, wirklich gesuchtet. Ich habe sogar diese schwarze Schattenseite da gespielt. Oder diese 100 Mann besiegen und so. Aber ich glaube, es gab noch eine schwarze Schattenseite. Oder irgendwas in der Richtung, was wirklich heftig war und das habe ich noch nicht geschafft. Da kam ich einfach nicht zu. Ich kann euch ja mal zeigen, hier gibt es auch noch etwas, und zwar es gibt Fangkarten. Und das ist noch nicht alles. Diese ganzen Fangkarten, Halleluja, da braucht man erstmal dieses Item, die Fangkarte. Dann muss man auch noch die Gegner vorher entweder schwächen oder je nachdem eine gute Fangkarte haben, dass sie auch da drin bleiben, damit ihr quasi wirklich alle vervollständigt. So könnt ihr denen mehr Schaden machen, die machen euch weniger Schaden, etc. Ne? Ist halt so ein Sammelspaß, aber ganz im Ernst, also das war mir dann doch ein bisschen zu heftig. Auch wenn ich das Lösungsbuch besitze, ich fand es trotzdem sehr cool. Ich habe es mir einfach, ich glaube, im Nachhinein geholt, weil ich wissen wollte, was noch so passiert, wenn man die und die Sachen so erledigt hat. Deswegen hatte ich es mir geholt. Ich glaube, für ein Zwanni oder so war das. Okay, gut. Kommen wir zu ein Stück Videospielgeschichte, wie ich finde. Schon fast 30 Minuten, Leute. Ja, ihr kennt mich. Und wir haben nicht mal die Hälfte. Okay, ja, der offizielle Nintendo-Spieleberater Terranigma für das Super Nintendo. Das Buch zur Schöpfungsgeschichte auf dem Super Nintendo. Seht es euch an. Upsa, da fällt mir was raus. Gut, ja. Ihr seht es, das ist der gute Ark. So hieß er, glaube ich. Und er ist quasi gleichzeitig der Schöpfer und gleichzeitig der Vernichter der Erde. Dazu kommt man aber halt im Nachhinein. Und der Anfang ist schon ziemlich krass. Wir hatten das Spiel tatsächlich bei so einer Art Videospielverleih-Dingens gekauft. Die hatten dann quasi vorne, wenn man an der Theke war, also ihr wisst, was ich meine, ne? Und da waren dann so ein paar Super Nintendo-Spiele aneinandergereiht, also so lose Module. Und da war dann Terranigma dabei. Und ich glaube noch irgendein anderes Spiel. Meine Mutter hatte sich dann Terranigma geholt. Ich glaube für 11 Euro. Kaum zu fassen, ne? Heutzutage hört mir auf, ey, locker 30, 40 oder 50 Euro oder sogar mehr. Und ja, das habe ich bis heute noch, das Spiel. Und ich habe es dann wirklich erst jahrelang danach nachgeholt. Auf dem Super Nintendo. Und das Lustige war, das war in den Osterferien. Ey, ohne Scheiß. Ich habe das in den Osterferien, habe ich das wirklich gesuchtet. Ich habe mir das wirklich vorgenommen gehabt, habe mich da hingesetzt, habe mir den Super Nintendo von meiner Mutter geschnappt und sagte nur noch, ey Leute, wisst ihr was? Ihr könnt mich jetzt alle mal, ich werde jetzt dieses Spiel durchspielen. Ich habe nur Gutes davon gehört. Damals hatte das auch ein Klassenkamerad, deren Mutter oder seine Mutter hatte das Spiel durchgespielt. Der hatte auch das Lösungsbuch, wir hatten das aber nicht. Ich habe mir das auch erst, glaube ich, vor 2, 3 Jahren oder so geholt gehabt fürs Let's Play, was aber ein bisschen zu spät war, weil ich konnte dann quasi am Ende nicht ganz das perfekte Ende machen, aber naja, wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann dazu. Ja, und Terranigma ist einfach wirklich so fantastisch, den Soundtrack, den höre ich bis heute noch, ist wirklich ein grandioses Spiel. Wer das Spiel nicht gespielt hat auf dem Super Nintendo, der hat auf jeden Fall was verpasst und deswegen, ja, einfach mal gucken. Gut, schauen wir mal. Können ja mal gucken, upsa. Nein, das ist das große Finale, das müssen wir jetzt noch nicht sehen. Hier seht ihr auch zum Beispiel auch wieder Karten und so, das ist halt Standard, ne, wenn man ehrlich ist, so in Lösungsbüchern. Karten und
wie man halt gegen Bossgegner am besten kämpft, welches Level man ungefähr sein sollte und so. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel und wer sich das reinziehen möchte, 43 Parts, kann sich das gerne auf meinem Kanal anschauen. Also das Let's Play ist auf jeden Fall vorhanden, also wer Bock hat, kann sich das geben. Nur die Stimme klingt ein bisschen merkwürdig, weil ich das mit einem anderen Programm aufgenommen hatte, auf dem Computer. Da musste ich das leider so ein bisschen hoch und runter schrauben, die Stimmlage, aber man kann sich das wahrscheinlich auch schon ganz gut geben. Gut, dann kommen wir zu einem inoffiziellen Resident Evil 2 Spieleberater. Und den habe ich mir tatsächlich, ich glaube, auch vor 2 Jahren gegönnt. Weil ich einfach wissen wollte, wie das jetzt genau geht, wie man Hank freischaltet, dass man quasi mit Tofu alles machen kann und so weiter. Das habe ich bis heute nicht gemacht, weil ganz im Ernst, ich hatte keinen Bock, das nochmal 10.000 Mal durchzuspielen. Ich habe es schon des Öfteren durchgespielt und dann immer ganz schnell und so und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen gesättigt, was das betrifft. Das Remake war sehr, sehr gut. Ich habe mich drüber gefreut, auf jeden Fall. Nur irgendwie, ja, war ich nie so der alles da freischalten wollte. Also ich habe es zumindest versucht. So ist es auf jeden Fall. Aber sonst, ja. Hier sieht man auch so die Anfangsgeschichte nochmal als Cutscene. Das finde ich ja richtig geil. Habe ich euch noch nicht gezeigt. Beziehungsweise ich wusste es selber gar nicht mehr, dass es da drin ist. Ja, dann sind da halt noch die Gegenstände, was sie bedeuten etc., ne? Das Gute ist sogar, dass das relativ, also das ist alles so relativ wirklich in Farbe. Das ist zwar schon irgendwo so in einem grauen Ton, ne? Also so ist es nicht. Aber ich finde, sie haben sich trotzdem irgendwo Mühe gegeben. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch ein anderes Lösungsbuch gab oder so, aber okay. Ja, wie kam ich zu Resident Evil 2 eigentlich? Das habe ich euch schon 10.000 Mal erzählt, ich werde es nochmal ganz kurz anhauchen. Es ging sich darum, dass mein damaliger bester Freund, der hatte das gebrannt, aber nur CD1 mit Leon. Und da war ich 9 Jahre alt und dann habe ich das Spiel erleben dürfen. Wer mehr dazu in Erfahrung bringen möchte, soll sich gerne das Let's Play reinziehen. Oder wenn er sie noch findet, die Livestreams zu dem Remake, da werde ich das Ganze auch noch mal ein bisschen genauer erläutern für euch. Ja, Resident Evil 2. Ja. So, was haben wir hier noch? Ja, das hier ist ein bisschen abgeranzt, also schon sehr. Und zwar Super Mario World 2, Yoshi's Island, der offizielle Nintendo-Spieleberater. Guckt ihn euch an. Ohne Witz, ne? Wenn ich das Cover sehe, habe ich richtige nostalgische Gefühle. Das liegt daran, weil ich habe das, glaube ich, damals zu Weihnachten bekommen. Und der Super Nintendo, der gehörte mir ja nicht. Meine Mutter hatte mir das dann quasi zu Weihnachten geholt, beziehungsweise der Weihnachtsmann, ihr wisst, was ich meine, da war ich ja noch ganz klein. Und warum das so abgefranst ist und so, die Seiten haben sich gelöst, wie ihr sehen könnt. Und in der Mitte, ich weiß nicht, sieht man das? Ich kann es mal versuchen, ein bisschen zu zeigen irgendwie. Ja, ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Boah, man hört das schon. Seht ihr hier so in der Mitte, da unten? Das ist so ein Tesafilmstreifen, das ist von beiden Seiten, weil die ganzen Seiten, die sind einfach rausgefallen. Ich glaube, ich bin, wo ich noch was kleiner war, damit nicht so wirklich sorgfältig umgegangen. Aber hier sieht man dann halt auch die Welt und wie es beschrieben ist und so. Ich finde das ganz cool. Ihr könnt ja gerne mal danach gucken, wenn ihr wollt. Yoshi's Island, das kann man ja zu zweit spielen, also gegeneinander. Da muss man eine gewisse Tastenkombination drücken, während man auf der Oberwelt ist, beziehungsweise da, wo man die Level aussuchen kann. Und das habe ich damals tatsächlich selber herausgefunden. Ich glaube noch nicht mal, dass es hier im Lösungsbuch stand. Ich glaube es zumindest. Ich hatte es sogar so gut wie 100% durchgespielt gehabt. Aber den Spielstand, den gibt es leider nicht mehr, er existiert nicht mehr. Ja, mal schade, aber ein wirklich saugutes Spiel und ich finde, bis heute kommt da wirklich kein Yoshi-Spiel dran. Dieses Crafted World, oder wie hieß das? Dieser neue Teil da für die Switch. Habe ich mir ein Video mal zu angeguckt, fand ich ganz nett. Ob es wirklich so nett ist, keine Ahnung. Gut, kommen wir zum nächsten Spieleberater. Oder soll ich sagen, wir beenden das erstmal? Ich glaube, den machen wir noch.
weil 35 Minuten ist schon heftig und ich glaube, wir gehen auf die 40 Minuten zu. Es ist gerade mal fast die Hälfte. Okay, gut. Der offizielle Nintendo-Spielberater Pokémon Silberne Edition und Goldene Edition. Oh ja. Ich finde das so cool, ne? Mit dem Gold und Silber. Ihr seht es ja, ist einfach herrlich. Und ist halt auch ein bisschen abgeranzt. Aber ich finde das so cool. Vor allem hier die Starter-Pokémon und so. Ich finde das geil. Also ihr müsst euch vorstellen, da habe ich damals noch im Haus gewohnt, so zusammen mit meinem Bruder, meiner Mutter und meinem Vater. Und ja, wo die Edition rauskam, ich habe mich so gefreut. Ein Klassenkamerad von mir damals in der Grundschulklasse, der hatte tatsächlich schon die japanische Version von, ich glaube, der goldenen oder silbernen. Ich meine, das war die goldene. Und wir haben dann alle auf seinen Gameboy gestarrt und wollten wissen, was gibt's da für Pokémon und so. Und boah, es war bahnbrechend. Also darauf habe ich mich noch mehr gefreut als auf meine blaue Edition, die ich damals bekam. Dieses Spiel hatte ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Ja, ich habe gespart gehabt für dieses Spiel. Kaum zu fassen. Also da gibt es etliche Geschichten zu. Damals hat dann mein damaliger bester Freund, der hat sich das Spiel dann auch geholt. Der bekam das dann quasi zum Geburtstag. Der hatte dann die silberne Edition und es war einfach nur herrlich. Also wie ihr sehen könnt, alles wieder mit Karte und so und wo Sachen versteckt sind, Items. Hier sind dann nochmal so ein paar Entwicklungsschritte, die neu sind und so nochmal erklärt, so dass man Zuneigung jetzt braucht und so. Ist wirklich sehr, 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 sehr herzlich. Habe ich wirklich sehr, sehr geile Erinnerungen dran. Gut, dann würde ich sagen, ich beende dieses Video erstmal, weil es ist wirklich happig und ich hätte nicht gedacht, dass es den Rahmen so krass sprengen wird. Aber dann könnt ihr euch freuen auf den Teil 2 und ich mich auch. Also würde ich sagen, bis gleich. Ich denke, da werde ich dann weitermachen. Ich lade erstmal das andere hoch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Ja, Lösungsbücher durchblättern mit Mr. Horror Jumper. Zeit. Haut rein!